So, und was ist jetzt mit dir denn? Jetzt stehst du da rum, ne? Und heulst nämlich gleich. Kann ich dir verraten, Kollege, ey. Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Damakasha und ich spiele heute Tom Clancy's The Division. Ich stehe gerade in meinem Hauptquartier herum. Ich stehe hier an der Fertigungsstation und möchte jetzt das erste Mal mir das Crafting-System angucken. Und werde jetzt hier mal auf die Objekte anfertigen gehen. Ich habe bisher immer alles brav zerlegt, ne, weil ich dachte, ja, sicher ist sicher. Ausgewählte Blaupause. Angelegt primär. Was ist denn... Ah, ich habe da Blaupausen zu... Warum? Das verstehe ich gar nicht. Warte mal. Ha. Jetzt muss ich mal gucken. Was macht es? Warum ist es so? Ich habe... Ach so, da braucht man dann Waffenteile. Ja, das macht Sinn. Also M800. Okay, für eine Magnum. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Angelegt primär. Ach so, warte mal. Ausgewählte Blaupause. Kann ich die hier... Vergleich an. Und dann könnte ich das anfertigen. Erforderliche Stufe 7. 3 so eine Plätze. Das habe ich jetzt angelegt. Der Schaden. Tabulator Details an oder aus. Ah ja, das ist ganz gut. Also das wäre... Ach, das ist eine Schrotflinte. Das ist eine Maschinenpistole. Das ist halt präziser. Die Nachladezeit ist länger. Die Reichweite ist kürzer. Ah ja, das ist ja... Ach so, guck mal. Guck mal an. Ach, und da kann man dann... Ah, und da sind dann die verschiedenen Sachen. Die Waffen. Wo habe ich denn die Blaupausen her? Verstehe ich gar nicht. Wo habe ich die denn? Weißt du, wo habe ich mir die denn geholt? Ich weiß das gar nicht. Und das ist das, was ich nämlich hatte. Aber ich habe jetzt einen besseren. Das könnte also weniger werden. Zufälliger Ausstattungsmod. Platz. Der ist plus 19. Ich kann den ja einfach mal craften, oder? Ich habe ja die Teile. 2 blauen Stoff und ein blaues Elektronik brauche ich für diesen Rucksack. Ich probiere das einfach mal. So, was hat er denn jetzt? Guck mal, der hat hier plus 18 Fertig, plus 4% Fertigkeit in Elite und desorientiert Widerstand plus 3%. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Warte mal, wenn ich den anlege. Ich gebe diese Güte weiter. Oder ich, glaube, das ist nicht so übel. Yeah, ich habe meinen ersten gecrafteten Gegenstand und ich habe ihn an. Hurra! Warte, lass mich mal gucken. Habe ich den anderen jetzt wahrscheinlich dann noch im Inventar? Ja, aber der hat halt kaum Rüstung, ne? Hier würde das halt steigen. Und DPS würde sinken. Das heißt, mit DPS habe ich mit dem mehr. Dafür würde hier die Fertigung um 20 steigen. Die Rüstung ist hier halt besser, weil das 35 Kapazität hat der. Der aber auch. Dann nehme ich den. Pass auf, den habe ich jetzt selber gecraftet. Den möchte ich auch behalten. So, nochmal auffüllen. Inventar ist voll, also habe ich das schon gemacht. Einwandfrei. Und dann geht's jetzt heute wieder ein bisschen ans Questen. Ich möchte, bevor ich mich weiter an der Storyline entlang hangel, gerne noch, ich habe gesehen, da gibt es noch ein Gebiet, wo ich auch noch Missionen habe. Guck mal, ich habe in der letzten Folge, habe ich hier das Pennsylvania Plaza gemacht, ne? Also da habe ich dieses Gebiet, bin ich hier abgelaufen und habe hier die Missionen gemacht. Und jetzt möchte ich eigentlich gerne hier die Chelsea machen, weil das ist schon 2 bis 4, da bin ich eigentlich schon overgeared. Aber ich habe das Gebiet halt noch nicht gemacht und es gibt ja auch immer so viele Sachen einzusammeln. Das möchte ich ungern verpassen. Ich werde jetzt zum Camp Hudson hinreisen per Blitzreise und von da aus dann anfangen und mich da dann einfach umschauen und gucken, weißt du, dass ich da einfach alles so einsammeln und mitnehmen und was ich noch an Handys finde und was weiß ich denn nicht alles. Und dann werde ich mich ein bisschen durch Chelsea wuseln. Und dann müsste ich eigentlich die Gebiete haben, die ich jetzt so versäumt habe vom Level her. Ich werde mich also so von Gebiet zu Gebiet, was das Level betrifft, einfach rumwuseln. Einsatztafel. Hier. Ja, die nehme ich natürlich mit. Sehr schön. Okay, und jetzt lass mich dann mal in die Map gucken.
Agent, 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 ganz viele Agents, ein Lager. In meinem Lager ist nichts. Dann nehme ich als erstes hier den Nebeneinsatz. Daten gescannt. Lade Dateien. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Alles klar, da werde ich doch gucken, ob ich die Schwester finde. Das wird sich ja zeigen. Ach, das sieht schon sehr cool aus hier, ne? Wenn man hier so durch spaziert, so mit dem... einfach wie das alles so Falten wirft und die Schatten und der Nebel und so. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Nach wie vor. So, jetzt muss ich da vorne. Ist der Hudson Pier. Genau, da standen die Schlange. Das hatte ich schon gesehen. Und dann hier durch. Den Bereich durchsuchen. Na, hier ist nicht mehr viel übrig. Ich sag das nicht gerne. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Oh, ein Echo. Das nehme ich natürlich. Komm her. Wiederherstellung abgeschlossen. Echo aktivieren. Echo untersuchen. Michelle Schmidt. Aktueller Status verstorben. Oh. Leichnam wartet auf Beisetzung. Elena. Aktueller Status unbekannt. Wird wegen Vandalismus verdächtigt. Ja, es wundert mich aber auch nicht so ganz. Tara. Aktueller Status unbekannt. Hat New York vermutlich verlassen. Auch das wundert mich nicht. Was ist denn hier noch zu untersuchen? Na komm, gib ihr die Fischstäbchen. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Oh. Ich mag Fischstäbchen nicht mal. Mist, ich hab Faiths Funkgerät zu Hause vergessen. Oh, ein Funkgerät. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Das ist schon... Ich sagte, ich soll mich da täglich melden. Oh. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Ich mag das einmal mit diesen Echos. Ich finde das ganz, ganz cool eigentlich. Auch wenn man dann so durchgeht, guck mal, dann puffen die so auf, ne? Das ist sehr... Die Idee gefällt mir einfach sehr. Gut. Einsatz. Ah, da ist ein Einsatzbericht. Den nehme ich doch glatt mit, oder? Ja, den möchte ich gerne mitnehmen. Ach Gott, hier hat das hat gebrannt oder so, aber ne, guck mal, die Zelte sehen so aus, als ob die abgefackelt sind irgendwie. Das sieht nicht ganz gut aus. Na, hier sieht es insgesamt nicht gut aus, aber hier könnte man noch so viel Zeug brauchen, weißt du, so die komischen Ständer von den... Na, husch. Von den Baulampen und so. Also ich meine, das ist ja alles Zeug, das schmeißt man ja eigentlich nicht weg, oder? Die lassen das da verrotten. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Nee, anscheinend nicht. Ich bin hier, Agent Damakash. Und ich rette New York, oder auch nicht? Na, da weiß ich nicht. Ich guck mal. Ich habe das Gefühl, da finde ich irgendwas Tolles. Nee, aber ich höre da schon wieder irgendwas. Ich habe irgendwie... Ach, guck mal. Da sind wieder... Ja, da muss ich aber von der anderen Seite dann gucken. Warte, jetzt gehe ich erstmal hier lang, sonst verpasse ich hier meinen Einsatzbericht. Da war ich doch nun schon fast. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Was passiert hier? Ja, Aki. Die richtige Vorgehensweise. Diskussion, wie man Zivilisten beraubt. Gut, die Waffen sind okay. Tun wir es also.
Und wenn sie Kinder haben? Du einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht, dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Ihre hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Ja, aber... Also es sind doch so viele Menschen gestorben, müsste doch eigentlich noch genug Essen da sein. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Wie lange ist denn jetzt die Grippe hier schon? Was ist hier? Ach so, ach, da ist Gebietübertritt. Ich sehe schon. Guck. Wo wollte ich denn jetzt? Ich bin, ach so, genau, zu dem Einsatzbericht wollte ich. Und dann könnte ich mich doch eigentlich mal hier hin. Das gibt für den Sicherheitsflügel nämlich ein bisschen was. Das mache ich doch mal. Und... Oh, da lang. Genau, dann kann ich... Also bei dem Schneegestöber sieht man gar nichts, oder? Also ist ja fürchterlich. So. Sie müssen da keinen Müll sammeln. Bitte, bitte tun Sie mir nichts. Nein, ich tu dir nichts. Aber da hinten war ein Supermarkt. Da standen noch ganz viele Konserven rum. Rauben Sie mich jetzt aus? Ja, bestimmt. So sehe ich aus, als ob ich hier irgendwelche unschuldigen Zivilisten ausraube. Das ist eigentlich mein großes Hobby. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier... War das nicht hier mit dem... Weißt du, wo ich gerade lang gelaufen bin? Über den Zaun, wo da die Typis waren. Das war doch hier, oder? Hallo? Das muss doch hier irgendwo... Oder kann man hier wieder in so ein Haus rein? Das kann natürlich auch sein. Dass ich den Zugang nur nicht finde. Das wäre natürlich denkbar. Weil ich bin ja eigentlich genau da drauf. Guck. Ach ja, ich stehe ja auch genau davor. Ich bin doch echt unfassbar. Ich habe das nicht gesehen, weil das so vollgeschneit ist. Sehr gut. Ach, ich hab... Mann, da hab ich wieder voll. Die Feindbasis angreifen. Wer tötet wen? Ich komme hier gleich und töte alle, so. Ich hab Familie. Ich nicht. Nicht mehr. Es heißt friss oder stirb. Ja, genau. Friss oder stirb. Oh, das war der Falsche. Er ist tot, Mann! Tot! So. Könnt mal nachladen. Einer ist da noch, aber... Du gehst zum Boden, Drecksau! Die sind immer so unhöflich. Ich sag doch auch nicht Drecksau zu dem. Ey, mal wirklich. Man sieht bei dem Schnee tatsächlich leider gar nichts. Also. Ich bin Überlebenskünstler. Leg dich nicht mit mir an. Oh, da kann man rein. Guck mal. So außer Kontrolle gerät. Ich guck mal, ob da hinten noch mehr sind, ja. Und dann gehe ich da aber mal hoch, oder? Ist hier hinten noch was? Ich guck mal. Ja, da wird auch rumgeballert. Ich höre schon, aber ich gehe jetzt da erstmal... Ach na, hier liegt noch was. Schau mal, aber das kann ich wieder nicht mitnehmen, ne? Was da drin ist. Ja. Nachladen. Liegt da auch noch was? Ja, guck mal an hier. Da muss man aber schon wirklich sehr genau schauen, ne? Ich finde das übrigens cool. Ich bin jetzt ja in einem Bereich für, ich weiß nicht, Level 2 bis 4 oder so, ne? Keine Ahnung, irgendwie so. Und ich finde trotzdem Sachen Level 7. Also das scheint sich, der Loot scheint sich dem anzupassen, welchen Level du auch hast. Und das finde ich ganz cool, weil dann lohnt es sich, oh, ich habe kein Dietrich-Set, schade. Dann lohnt es sich auf jeden Fall auch in andere Gebiete. Weißt du, du kannst in jedes Gebiet gehen, weil du kannst den passenden Loot eigentlich überall finden. Und das finde ich schon mal ganz schön. Dietriche kann man bestimmt auch notfalls kaufen, ne? Ja, ist wurscht. Ist ja wurscht.
Are you sure it's art? Ja, wenn Kunst dran steht, muss Kunst drin sein. Ach, da vorne, ja. Ja, Was machst du auch hier? Leichen plündern. Ich wollte hier eigentlich nur da hinten hin. Ich komme da nie an. Ich werde nie ankommen, da wo ich hin möchte. Oh, da höre ich doch schon wieder Schießerei, Mensch. Aber man sieht leider nicht so viel. So, hier. Komm her. Ach so. Oh, voilà. Haben die hier noch irgendwas Spannendes oder warum treiben die sich hier rum? Guck mal, da ist doch eine Garage. Da kann ich doch mal reingucken. Vielleicht ist da ja was drin. Nee, leider nicht. Hätte ja sein können, dass die da irgendwas Spektakuläres verstecken. Tun sie aber nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Gut, dann gehe ich jetzt hier... Ich weiß nicht, ich komm nie bei meinen Missionen an. Ich werde mit dem Spiel nie fertig werden, weil ich ja nie da ankomme, wo ich eigentlich hin will. Weil man dann ja noch immer links gucken muss und rechts, ob irgendwo noch eine Kiste ist oder eine Tasche. Man weiß es ja immer nicht, oder? So, ist hier noch irgendwas? Nee. Reifen, Stromkabel. Haben sie LKWs beladen? Es sind so Laderampen hier. Da ist auch noch eine Tanke. Da könnte man dann auch noch gucken. Aber jetzt sind es nur noch 124 Meter. 115 sogar nur. Ist hier noch irgendwas? Nee, alte Autoreifen, ne? Wer braucht denn sowas eigentlich noch? Aber ich glaube, das ist relativ teuer, so alte Autoreifen zu entsorgen. Ich glaube, das kostet ein bisschen was. Oh, was ist das hier? Eine Werbung. Warnung. Markierte Feindhauptquartiere entdeckt. Den Anführer ausschalten. Ich sehe noch gar nichts hier. Vielleicht bis dahin? Siehst du? Da ist nichts. Los, zurück auf deinen Posten. Okay. Na los, haltet sie aus! So, ah, da vorne kommt sie von links. Ja, ich sehe schon. Hätte ich besser drüben hinstellen können. Ah ja, na gut, wenn der dem genau in die Schussbahn läuft, da wird sich jetzt mein Gerät drum kümmern, dann kann ich hier schießen. Feindliches HQ neutralisiert. JTF-Leitstelle informiert. Ja, perfekt. Und so schnell kriegt man dann die Punkte für den Sicherheitsflügel. Das ist doch auch angenehm, oder? Also, weil ich... Oh, oh. Weil ich brauche die ja. Also, es hilft mir ja nichts. Weißt du, was soll ich machen? Ist hier noch? Ja, da ist eine Kiste. Eine Kiste für mich. Sehr schön. Alles klar, ist ein bisschen was wert und... Ich glaube, den nächsten Schwung werde ich dann mal verkaufen. Auch. Also ich habe ja jetzt immer ganz viel zerlegt und ich glaube, den nächsten Schwung, den verkaufe ich dann einfach. Mich wundert das ein bisschen. Guck mal, ich habe noch gar kein Telefon, nichts gefunden. Bildmaterial, schade, nur 2 von 6. Berichte. Guck mal, 1 von 22 Einsatzberichten. Ach nein, das will ich ja immer gar nicht. Ich möchte hier... Genau. 1 von 22, ach so. Das ist egal, wo ich da drauf gehe. Okay. Ah, da gibt's noch so viel. Da gibt's einfach so viel zu entdecken. Ja, was braucht denn dieser Zivilist? Hier. Schön, dass nicht jeder ein Arschloch ist. Bitteschön. Schicke Wanderstiefel. Ja, nehme ich. Danke. Für eine Flasche Wasser habe ich doch einen guten Tausch gemacht. Ach so, ich wollte hier auf meine Map gucken. Verschlossene Tür. Warum ist die verschlossen? Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1.
Da kann ich ja mal, da laufe ich jetzt mal dran vorbei an der verschlossenen Tür, oder? Die anderen Einsätze, die gucke ich dann gleich. Jetzt gucke ich erstmal. Da muss ich ja eh dran vorbeilatschen anscheinend. Aber warum ist die verschlossen? Nee, Zivilisten. Wo willst du denn hin, Kollege? Tja, wo Pech gehabt war, würde ich sagen. Sie haben genug Material, um Objekte an der Fertigungsstation der Operationsbasis anzufertigen. Ach so, das wäre jetzt eh gekommen. Aber das habe ich ja schon gemacht. Ach so. Das ist einer von uns. Den brauche ich nur nicht angreifen. Das wäre Blödsinn. Gut. Genau, da ist die Tankstelle. Guck mal, die rennen da schon wieder so um. Verschwinde hier. Schnell. Ach, die sind schon Level 7. Das heißt, die sind auf alle Fälle... Ja, ja, euch entkommt keiner. Das sehen wir ja jedes Mal aufs Neue, du. Ich brauche hier eine Minute. Da komm her hier. Ja, ja, dann renne ich halt hier wieder hin, weißt du. So schmeckt mir das. Stirb. So, und was ist jetzt mit dir denn? Jetzt stehst du da rum, na, und heulst nämlich gleich. Kann ich dir verraten, Kollege, ey. Los da, rüber. Mal sehen, wie dir das schmeckt. Tja, falsch geschmissen. Pech gehabt. Der eine Blödmann. Also der nutzt die Deckung aber schon gut aus, ey. Was ist los? Na, der war doch gerade schon drei Schritte weiter. Ah, da. Oh, da vorne sind sie noch. Ja, geh mal hier rum. Ich wollte eigentlich nur zu der verschlossenen Tür und gucken, warum die verschlossen ist, ne? Ach, das ist, weil die mit dem Dietrich bestimmt zu ist. Ich habe die entdeckt. Das ist bestimmt das Gebäude, wo ich drin war. Und weiß jetzt, da ist eine Tür, die noch zu ist. Da war ich nicht drin. Und ich habe aber noch keinen Dietrich oder kein Dietrich zu der Zeit gehabt. Das ist ja schön, dass mir das auf der Karte angezeigt wird, oder? Verbrecher. Oh Gott. Die werden immer weiter angreifen. So. Nehmen, was ich kriegen kann. Ach, da drüben. Oh, es geht los. Na dann. Freie Schussbahn. So, komm her hier. Aha, die Flasche ist kaputt gegangen. Wir kämpfen hier nicht gegen Profis. So, ach, der steht da mitten auf der Straße. Na, der hat auch noch nichts von Deckung gehört, ey. So, hier, komm her. Ja, sind doch schon alle tot. Sind doch alle tot. Alles ist gut. Gegen sie möchte ich nicht kämpfen. So, hier wollte ich eigentlich hin. Gut, dann brauche ich gar nicht zu der verschlossenen Tür. Dann weiß ich, was die verschlossene Tür ist. Aber ich könnte ja mal hier hingehen. Oh, Schätzchen. Da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum. Eine gewisse Michelle Mason. Ich soll dich wohl bitten, ihr das Handwerk zu legen, aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein. Ich lade ihre letzte Position hoch, aber du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Yo, ready, alles klar, weiß ich Bescheid. Was bei Abels stehlen. Als er rauskam, war er todkrank. So. Ob es hier wieder warm wird? Dann husche ich da doch mal hin, hier. Wir haben eine viel bessere Ausbildung. Wow, ach, da reflektiert irgendwo ein grünes Licht. Muss ich gleich mal gucken auf der anderen Seite, ob da irgendwo eine grüne... Guck, da auch, siehst du? Da muss irgendwas Grünes sein, was da leuchtet. Sollen wir gleich mal schauen. Du? Willst du eine Kippe? Ich habe eine ganze Packung ungeöffnet. Eine ganze Schachtel Zigaretten ungeöffnet. Du, ich rauche nicht mehr. Rauchen ist nämlich ungesund. Nee, ich sehe jetzt aber hier nichts. Also. Oh nein, hier nicht sterben. Stirb nicht. Stirb doch nicht. Oh nein. Ach, sind da schon wieder zwei so eine Helden, ey.
So, komm her. Na gut, dann nehme ich hier das mit. Achtung. Ein Mineralwasser und Sturmgewehrmoon war das. Gut. Und weiter geht's. Dass die Leichen aber auch keiner wegräumt, ne? Also es wird dann nicht besser. Wenn dann der Frühling kommt, dann ist echt Holland in Not. Das kann ich dir sagen, ey. Das wird echt ekelerregend mit dem ganzen Müll und den Leichen und so. Das wird nicht so angenehm. Links halten. Ach Gott, ja. Hoffentlich stirbt dann nicht auch gleich wieder der Nächste. Das ist schon gemein, ne? Dann laufen die da rum und dann sterben die genau vor deinen Augen. Und du kannst gar nichts machen. Kannst nur sagen, nein, stirb nicht. Das hilft aber natürlich nicht. So. Schade, ich würde so gerne mal da oben so auf den Häusern rum und dann hätte man bestimmt einen coolen Überblick. Das fände ich eigentlich ganz cool. Aber geht ja leider nicht. So, was ist hier noch? Was ist hier? Okay, die gehören zu mir. Ich weiß, dass da was drin ist. Wo ist was drin? Ach, das sind schon wieder hier. Böse Burschen. Oh, da ist ein Handy. Na komm schon. So, warte, das Handy will ich. Das Handy will ich. Was glauben Sie eigentlich, was Sie damit erreichen? Die Sperrung ist eine notwendige Vorsichtsmaßnahme zur Kontrolle der Lage. Wir haben auch so genug zu tun. Aber was tun Sie, damit Leute passieren können? Die meisten Leute wollen doch nur aus der Stadt, raus zu ihren Familien. Irgendwann werden wir die Situation neu überdenken. Aber fürs Erste gilt die Sperre. Also, Miss... Ich habe hier zu tun. Sie sollten aufhören, Ärger zu machen und sich lieber um ihre Familie kümmern. Na, das ist ja höflich. Gut, da, die haben nichts weiter. Die Tür ist wahrscheinlich zu. Da komme ich nicht hoch. Mal, wie cool das auch ist. Da sieht man richtig, dass da in den Wohnungen halt auch irgendwas drin ist. Ne? Das finde ich einfach so cool. Auch diese ganzen Reflexionen. Hier sieht man das so schön von der Lichterkette, die dann auch passt zu dem, wie die Lichterkette an- und ausgeht. Das ist schon echt gut gemacht. Na gut, dann kehre ich mal um. Und da vorne muss noch irgendwo irgendwas zum Einsammeln sein. Guck mal. So ungefähr genau hier. Sehr schön. Kann ich wieder nicht mitnehmen. Macht nichts. Gut, dann gehe ich jetzt auf die Straße zurück. Weiter Richtung Michelle Mason. Wenn ich da hier lang? Nee, da muss ich da lang. Ich folge mal dem Pfeil, oder? Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ich verlaufe mich sonst nur wieder. Ist hier noch irgendwas? Siehst du da? Ich folge dem Pfeil. Soweit ist es. Ach, was ist? Guck mal, ein Werkzeugkasten. Ah, da ist Werkzeug drin. Cool. Ja, was soll auch sonst in dem Werkzeugkasten sein? Macht ja Sinn, ne? Das ist noch einer. Das ist ja cool. Das braucht man ja zum Craften, das Zeug. Von daher... Den beliebtesten Piratensender. Nun, wir haben bereits über die JTF, die Joint Task Force, gesprochen, die aus städtischer Polizei und Ersthelfern besteht. Sie haben seit Beginn dieser Scheiße in einer ganzen Reihe von Vierteln eine Menge bewirkt. Aber genau wie Nahrung, Wasser, Hygiene und saubere Unterwäsche ist die JTF eine Ressource, von der es nicht genug gibt. Und ihr wisst, wie es heißt. Die Natur duldet kein Vakuum. Meine Quellen sagen mir, dass schon jemand versucht, in die Bresche zu sprengen. Und zwar das Militär. Ich rede von Söldnern. Er redet von Söldnern, oh je. Na, das hoffen wir ja mal nicht. Ich will meine Mütze mal absetzen. So. Nein, verdammt.
Diese Idioten vom Last Man Battalion und ihr Kommandant, irgendein Armleuchter namens Bliss, haben beschlossen, dass Manhattan tot ist und sie die neuen Könige sind. Und da sie Gewehre, Panzer und schicke Uniformen haben, tragen sie ihren Faschisten-Bullshit in die Straßen. In unsere Straßen. Und wenn du in ihrem Gebiet bist und dich nicht an ihre Regeln hältst, bist du geliefert. Und übrigens, wenn ihr den Lautsprecherwagen zuhört, die das Großmaul Bliss durch die Straßen schickt, wird klar, dass er an mehr als nur an Manhattan denkt. Also, wenn ihr jemanden in Tarnanzug oder Ninja-Turtle-Ausrüstung seht, lasst es mich wissen. Die Lunte brennt, New York. Pass auf dich auf. Sehr leise leider gewesen. Ich guck mal, ich versuche mal dran zu denken, das lauter zu stellen, aber vermutlich vergesse ich das. Ninja-Turtle-Anzug, hat er gesagt. Finde ich sehr awesome. Okay, also da ist anscheinend einer, der versucht, ganz Manhattan an sich zu reißen. Das ist natürlich nicht so schön. Hier ist sonst nichts weiter. Oh, hier könnte ich hochklettern, aber... Und... Na, das ist ja auch cool. Guck mal, ich spiegel mich da drin. Ja, ist ja geil. Aber hier runter kann ich jetzt... Wie cool! Kann ich hier auf dem Dach rumlaufen? Nee, schade. Guck mal, da ist... Ach so, weil ich jetzt darauf gezielt habe. Na, aber ich wollte eigentlich nur besser gucken. Ich wollte da ja nicht drauf schießen, auf die Frau oder was das da war. Nee, da komme ich so, aber ach doch, da kann ich hier so, guck mal. Und... Wo ist denn mein... Da. Okay, ich wollte gerade sagen, wo ist denn mein Quest... Quest-Dings, wo ich eigentlich hin möchte? Oh, hier. Hallo. Hier ist ein Erste-Hilfe-Set für dich. Bitte. Für ein Windwickel. Oh, das ist ein Schal. Mal gucken, wie der aussieht. Ich möchte ja schon gerne einen vernünftigen Schal tragen. Ich habe bis jetzt nur keinen. Halstücher. Windwickel. Da ist die Grafik immer noch verknüllt, ne? Ja, das sieht doch ganz cool aus. Sehr schön. Alles klar, jetzt dürfte ich ja fast da sein dann. Was macht der da? Ach, der hat da... Die Ratten! Oh, guck mal, nein, der hat da Ratten gewollt, die essen. Alter, das ist aber echt ekelig. Gehören Sie jetzt etwa auch zu den Bösen? Wie widerlich ist das denn? Oh mein Gott. Aber in der Not, ne, ist der Mensch auch Ratten. Guck mal, da kann man hochgehen. Das mache ich doch mal. Mal gucken, ob da oben was ist. Ich glaube das zwar nicht, aber... Du wirst tot, scheiß Pussy. Du wirst sterben, Nutte. Du wirst sterben, Nutte, hat er gesagt. Du bist tot, scheiß Pussy. Du wirst sterben, Nutte. Also. Da frage ich mich doch schon, wie die hier mit mir reden, ne? Eine mal wirklich. So, ich muss da hinten lang. Ich sehe schon. Dann bin ich hier ja falsch. Na, hier kann ich auch nicht runterspringen. Aber ich guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Nee, aber hier kann man... Das ist ja cool hier, ne? Dass man hier so... Ist da noch was? Guck mal, da kann man auch rauf. Liegestühle. Naja. Ah, hier ist eine Tür. Die kann ich immerhin aufmachen. Schau an. Das ist ja cool. Siehst du? Das lohnt sich immer so, links und rechts zu gucken. Jetzt brauche ich hier wahrscheinlich aber Dietriche wieder. Vermute ich mal, dass ich da so gar nicht irgendwie groß was machen kann, ohne. Ich stehe alles durch. Weiter suchen. Nur die Stärksten überleben, Mann. Schnappt euch das Mistück. Wenn du was siehst, töte es. So. Also ich weiß ja nicht so genau, ne? Oh, bla. So, jetzt gehe ich hier wieder weiter. Weißt du, jetzt mit der... Irgendwann, ne? Komm ich doch mal an. Mein Gott, es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente erhalten. Ja. Aber sie sind verschwunden. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Ich soll... Ach, das ist eh hier, ja. Probier das mal hier.
kann ich schon machen. Aber da, wo die Flares sind wieder wahrscheinlich, ne? Das wird wieder sowas sein. So eine Mission habe ich ja schon mal gemacht. Oh, renn mal davor. Warnung, eintreffende Gegner. Noch mehr. Ich hab was für dich. So. Wo ist denn der andere hier? Das sind doch wahrscheinlich mehrere. Also jedenfalls waren das in der vorherigen Mission mehrere. Ah, da wird mir angezeigt. Warnung, Ware wird beschossen. Ach, da hinten, ja, ich sehe schon. Weißt du, schnallt es doch immer so spät. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Bin ich hier noch nicht richtig? Nee, muss ich da hoch? Nee, jetzt ohne Scheiß. Echt? Ich kletter mal hoch und guck mal, aber ich glaube das bald nicht. Doch, tatsächlich, hier oben. Na, da muss ich ja richtig sportlich sein hier. Alter, ja, hier ist natürlich dann auch, wenn du dann hier hochspringst. Warnung, eintreffende Gegner. Ja, bravo, noch mehr Gegner. Gib's mir, ey. Aber da unten, das kann ich natürlich von hier oben gemütlich machen. Warnung, Ware wird beschossen. Ach so, kann ich eigentlich mein Ding da unten hinschmeißen? Ja, wa? Könnt ihr mal hier. Ich darf mich jetzt hier nur nicht abschießen lassen von den Dödeln, ne? So, da hier komm. Einer noch? Da vorne, glaube ich, oder? Warnung, eintreffende Gegner. Auf der anderen Seite, da kann ich bestimmt auch von hier oben runterschießen. Ja, awesome, ey. Na, das geht natürlich dann. Warnung, Ware wird beschossen. Ja, die Ware wird beschossen, aber ich passe doch auf die Ware auf. Okay, ich könnte ja mal... Ach nee, kann ich noch nicht. Keine Munition mehr, ne? Dann nehme ich halt eine andere Waffe, oder wie? Nee, die hier. Nein, dann muss ich ja wohl die nehmen. Also... Ich muss schon sagen, wir sind alle schwer beeindruckt, wie du die Medizinlieferung gesichert hast. Ja. Ich werde Benny von dir erzählen, wenn ich ihn sehe. Das ist schön. Das wird ihm gefallen. Wer ist denn Benny? Muss ich den kennen? Sollte ich den kennen? Guck mal, da gab es wieder eine Blaupause dafür. Das ist ja schön. Gut, dann kann ich ja jetzt hier wieder runter. Da war die Leiter. Und da lag nämlich noch Loot auf beiden Seiten. Das nehme ich dann mit. Und irgendwann... Oh oh. Ach, das sind meine Leute da vorne, ja. So. Und irgendwann, ne, werde ich werde ich auch das Kopfgeld von Michelle einheimsen. Es dauert nur noch ein Weilchen. Upsala. Uff, darüber. Ein erweitertes Magazin, das siehst du, modifizieren kann ich dann auch mal wieder. Ich habe die Waffeln. Die Waffeln? Ja, Waffeln wären eigentlich auch mal wieder lecker. Ich habe die Waffen nämlich, glaube ich, gewechselt, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, ich habe nur das Unnötige, glaube ich, verkauft. So, da muss ich rein. Da geht's lang anscheinend. Ja. Na dann los. Lauf. Okay, irgendwelche Leutnants soll ich neutralisieren. Ich laufe mal hier so ein bisschen, weil ich sehe jetzt noch nichts, ne? Ach, da vorne sind die, ja. Ich sehe, jetzt sehe ich auch was. Vielleicht da oben hin. Alles klar. Vorbei, Mann.
Ich hole mir nur meinen Anteil. Es ist vorbei. Vorsicht vor der Kanone! Vorsicht vor der Kanone! Und woher wollen die eigentlich wissen, dass ich hier alleine bin? Das können die gar nicht wissen. Ach, komm schon! Die sind halt, die sind ein bisschen schwieriger, die Gegner, ne? Das sieht man an den Dings auch. Dass die so gelb sind mit so einem Schild oben drüber. Okay. Au. Das tat mir weh. Ich habe auch Gefühle. So, sehr schön. Ein bisschen Moon wäre jetzt nicht ganz übel. Guck mal, da sind die Weihnachtsgeschenke und noch ein Weihnachtsmann. Ein Erste-Hilfe-Set würde ich auch nehmen, wenn es nicht anders ist. Ach, guck mal, hier liegt doch Moon rum. Sehr schön. Immerhin das, dann nehme ich auch lieber das, na komm schon. Also das mit den Waffen, das funktioniert irgendwie nicht so. Komm mal, wenn ich zwei wähle, geht es vielleicht einfacher. Gut, kann ich hier dann den nach dem... Ja, ich wollte gerade sagen, nach dem Nachladen nochmal auffüllen. Ach, da läuft wieder Radio. So, pass auf, ich lock mir die hier rein. Weil hier ist mit Deckung nicht so toll. So, ich habe sie angeschossen. Jetzt ziehe ich mir die hier rein. Die werden hier nämlich herkommen. Und dann sollen die das bitte auch. So, und dann steht nämlich mein Geschützter schon im Eingang. Na, wie hat der das denn da hingeschmissen? Wo hat denn der das lang geschmissen? Das möchte ich doch mal gerne wissen. Hat er das durch die Wand geschmissen, oder was? Das ist ja auch der Burner. So. Ja, komm du doch auch mal aus deinem Versteck her hier. So einfach kannst du dir das doch auch nicht machen. Nee. Steh da auf, du. Ja, natürlich bin ich clever. Ich muss ja mein fehlendes Treffvermögen mit Cleverness wieder gut machen. Nützt ja nix. So. Ziel erfüllt, Bereich gesichert. Guck mal, jetzt kann ich hier gleich nochmal auffüllen. Und das Zeug hier noch mitnehmen. Sehr schön. Ach, da drüben ist auch noch was zum Looten. Okay. Sehr gut. Achso, nee, von hier bin ich ja gekommen. Ich muss ja in die andere Richtung gehen, oder? Würde Sinn machen, vermute ich. Oder bin ich von da gekommen? Das sieht beides so gleich aus hier. Ich bin von hier gekommen und dann bin ich so auf die Kiste. Also gehe ich jetzt in die Richtung. Ah ja, da sind auch schon wieder Möpse. Guck mal da vorne. Da waren Möpse. Möpse. Wir sollten uns überlegen, wo wir als nächstes zuschlagen. Ja, ja. Ich frage mich, wo das Dollargift herstammt. Keine Ahnung. Vielleicht die ja, woher kommt das Dollargift eigentlich? Das ist bestimmt ein terroristischer Anschlag. Aber sehr cool, so ein Virus über Geld zu verteilen, ne? Finde ich, das macht tatsächlich richtig Sinn. Ach, das ist die Michelle da oben. Okay. Dann mal rauf da. Oh, Erste-Hilfe-Kit, sehr schön. Zack. Lauf, 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 lauf. Lauf doch, Mädel. Gib schon auf.
wer hier aufgibt, ne? Wollen wir ja mal gar nicht. Wollen wir uns nicht weiter drüber unterhalten, oder? Los! Wir haben gehört, dass du alles Nötige gefunden hast. Ja. Prima. Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus. Nee, keine Blutflecken. Ich habe aufgepasst extra. So, jetzt ist da oben bestimmt noch was. Ach, schön. Ah ja, guck mal, irgendwelche Police-Dinger. Und hier auch noch. Waffenteile kann man auf alle Fälle brauchen. Und noch eine Kiste. Also mit Loot, wie gesagt, geizen die hier wirklich nicht. Nehme ich mit. Vergleichen kann ich das dann ja wieder ein anderes Mal. Das brauche ich ja nicht jetzt machen. Jetzt so zum Questen geht's ja noch. Da brauche ich das jetzt nicht. Okay. Zack. Zarab. So, dann schaue ich doch mal in oder auf meine schlaue Karte. Waffenteile, genau. So, was ist das hier für ein Nebeneinsatz noch? Nehme ich das auch noch mit hier? Da hinten wäre auch noch einer, guck mal. Wasserversorgung. Meine Güte. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Alles klar, danke. Kann ich brauchen. So. Dann weiter. Das müsste ja hier eigentlich um die Ecke sein, ne? Private O'Brien retten. Das dürfte nicht so weit weg sein. Oh, der braucht was. Hier. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Übrigens das letzte Erste-Hilfe-Set, was ich habe, ne? Ich merk's nur an. Also. So bin ich. Aufopferungsvoll. Hallo? Ach, da ist er doch. Ich soll mich hier eurem Angriff anschließen. Übrigens liegt da noch eine Leiche von euch rum. Hallo? Geh rein! Los! Wir sind hinter dir! Bewegung! Los, los, los! Sag mal, stresst der mich jetzt hier oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Hat der nicht los, los, los gesagt? Verdammte Schleicher! Schnapp die Bastard! Verdammter Abschau! Ein Mordschuss! Er schießt die Rettung! So. Ja, hier, Mr. Baseballkeule. Hab mich gerne, ey. Das ist unser Viertel! Jetzt laufen sie weg da, weißt du? Ist ja auch cool. Hallo? Kommen die auch mal wieder, oder? Ah ja, da kommen sie. Wie haben sie das gemacht? Wie habe ich was gemacht? Ich habe doch nicht mal getroffen. Wir haben keine Strategie, die schlagen hier. Oh, ja, ich habe auch keine, wenn ich nicht mal in Deckung bin. Weißt du, ist meine Strategie, einfach nur blöd drauf rumzuschießen. Okay. Geh doch mal weg da mit deinem Poe, Mensch. Ich mache euch alle fertig. Ja, nun komm da hoch mit deiner Rübe. Rikers haben es auf uns abgesehen. Da liegt aber jetzt Schlag so ein... die Plünderer in die Flucht. Ohne sie wäre das ganz anders ausgegangen. Ja, war das, war es das, das war schon? Ein guter Kampf. Das Versteck der Plünderer erreichen. Ja, das, dann kann ich ja hier einsammeln. Guck mal. Ohne sie wäre das ganz anders. Erste Hilfeset und ein erweitertes Magazin und irgendein vertikales irgendwas Gedöns hier. So. Sich dann da hoch jetzt? Nee. Aber da liegt ein Telefon. Irgendwo. Da unten. Da! Da komme ich so nicht rüber. Da muss ich unten lang gehen. Aber da liegt ein Telefon. Das möchte ich noch mitnehmen. Also so viel Zeit muss jetzt leider sein. Ihr könnt ja schon mal vorgehen, Kollegen. Macht das, wie ihr wollt. Ein Telefon. Einfach perfekt. Oh mein Gott, hast du Arias neues Video schon gesehen? Scheiße, das ist total geil. Sie sieht so toll aus. Hast du gehört, dass sie mit dem Sänger dieser schwedischen Band ausgeht? Was? Niemals. Oh, der ist so süß. Sein Haar ist göttlich. Ich liebe ihn so sehr. Sie
Sie muss das glücklichste Mädchen der Welt sein. Hör auf zu telefonieren. Du musst dir die Nachrichten ansehen. Ich muss auflegen. Mama wird neidisch. Ich rufe wieder an. Okay, dann bis später. Bye. Hör auf zu telefonieren. Du musst dir Nachrichten angucken. Mütter, ne. Ich sag's dir. Gut, dann Aufi. Wer hätte gedacht, dass er so außer Kontrolle gerät? Ich bin der Wächterskünstler. Die Stadt war auch schon vorher scheiße. Die Stadt war vorher nicht scheiße. Beleidige nicht New York. Okay, rüber da. Die Straßen leer und ausgestorben. Ah, da muss ich jetzt hoch, ne? Ja. Den Bereich sichern. Mache ich. Gut, dann. Irgendwas stimmt nicht mit den RMB-Typen. Aber echt. Lasst mich aufweisen. Na komm schon. Ah, Mann, ey. So. Ach, da oben noch einer. Guck mal an. Wo sind eigentlich die anderen geblieben, die hier mich gerade noch unterstützt haben? Die bleiben wohl unten und naja, vielleicht passen die auf, dass mir niemand in den Rücken fällt. Könnte ja sein. Vielleicht. Ich muss mal nachladen. Ja, ich werde da nicht so leicht aus der Deckung rauskommen. Da kannst du schon versuchen, mich zu locken, ne? Aber das wird nicht so ganz funktionieren. Du hast doch eh nur noch Mühe. Jetzt treffe ich den Mühe nicht. So. Den Officer retten. Mache ich. Hurra. Na, das nehme ich mal noch mit. Hier gibt es sehr viel grauen Loot, ne? Also, das ist nachher dann in den anderen Gebieten ein bisschen besser. Aber zum Zerlegen und Verkaufen wird es schon lang, also. Jetzt mach ich hier mal auf. Tachchen. Hallo, hier ist Stockfinster. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, dann auf Wiedersehen und gerne geschehen. Schätzchen, du hast wohl heute ordentlich Spinat gegessen, wie es aussieht. Ich habe gehört, die netten Leutchen kommen alle wohlbehalten zurück. Ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten. Sie haben ihn. Jawohl. So. Alles Glück der Welt kann ich brauchen. Das kann ich gebrauchen. So, hier ist doch wieder... Hier wird mir wieder angezeigt, hier ist irgendwas zum Looten. Ich sehe wieder nichts. Das könnte jetzt natürlich... Ach nee, guck mal da vorne. Ich wollte gerade sagen, es könnte jetzt natürlich auch unten sein, aber das ist wohl das hier. Ach, kann ich wieder nicht mitnehmen. So, was sagt denn meine schlaue Karte? Hier wäre noch was. Dann gehe ich doch mal in die Richtung hier. Das schaffe ich vielleicht noch, diese Folge. Oder Virusforschung. Mal schauen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Kommt drauf an, wie viel Umwege ich jetzt wieder gehe, um anzukommen. Ich meine, was man schon sagen muss, wenn ich jetzt hier so diese Missionen mache, über die... Ich bin ja eigentlich... Versucht er da das Auto aufzubrechen? Das Polizeiauto? Hallo? Kannst du mir mal verraten, was du da machst? Hey. Hey, wollen Sie Lebensmittel? Nee, ich brauche keine Lebensmittel und du hörst auf, da irgendwelche Autos aufzubrechen. Also, was wollte ich erzählen? Ja, genau, es kommt drauf an, wie chaotisch ich jetzt hier wieder durch die Gegend laufe. Guck mal, aber hier ist zum Beispiel ein Türchen offen. Hallo. Hey. Auch von da bin ich gekommen. Mal tief durchatmen. Ja, ich habe durchgeatmet. Mir geht's total gut, ey. Ich bin voll tiefenentspannt. Ein bisschen kalt ist vielleicht so die ganze Zeit hier draußen rumzulaufen, aber so kann man es. Da kann man nicht ändern. Warnung, Quarantänezone, guck an. Tun Sie nichts unüberlegtes. That will rise. Warum sind das hier gelbe Säcke? Was ist da wohl drin? Das ist bestimmt irgendwelches
Also ich würde jetzt sagen radioaktives Müllkram oder so, aber vielleicht irgendwelches Verseuchte. Einfach nur. Ist natürlich dann nicht so clever, dass da... Oh. Okay, wir machen einen Deal. Aber du weißt ja, wie man so schön sagt, ist nur der Tod umsonst. Wenn ich dir welche gebe, musst du mir auch was geben. Na, was denn? Guck, jetzt hat sie wirklich die Zigaretten gekriegt. Ich habe einen halben Müsli-Riegel. Ich habe ihn schon eine ganze Weile. Aber wenn du ihn willst, gehört er dir. Ja, guck mal, getauscht. Zigaretten gegen einen halben Müsli-Riegel. Kann man machen? Was ist hier noch? Hallo. ¿Qué sucede aquí? Ja, ich spreche leider kein Spanisch. Jedenfalls nicht so gut. So. Ein Echo entdeckt. Wurden da drüben? Wurden da drüben? Hier? Ach da. Hier muss auch noch irgendwo so ein... Ach, guck mal. Nutzlose Beute. Hey, sieh dir das an. Ich habe so einen Typ in seinem Penthouse festgehalten und ihn seinen Safe öffnen lassen. Und das war drin. Moment. Ist das etwa Geld? Ja, Mann. Um die 50 Riesen. So viel Kohle habe ich noch nie gesehen. Und wo gibst du das Geld aus, hä? Willst du shoppen gehen? Tja, ist eben sowas wie eine Investition für die Zukunft. Klar. Wie wär's denn mit einem Aktiendepot? Da hat sie aber leider recht, ja. Muss ich ihr leider zustimmen, dass Geld ist wahrscheinlich total nutzlos. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ja, da ist es. Guck mal. Dann guck ich mal das Echo an. Was ist denn hier passiert? Aktuell erstattet der Beruf Architekten. In Details hat ihr Kind als vermisst gemeldet. Ach, das ist eine Demo. Guck mal, das ist eine Demonstration. Mal gucken, was der untersuchen, was das bringt. Wir können sonst nirgendwo hin. Uns wurde gesagt, da sind wir sicher. Bitte. Ein Baby verhungert. Ah, nee, guck mal, da sind Polizisten, die halten die ab, ne? Die haben da diese, so eine Schilde. Und das ist wahrscheinlich der wütende Mob hier. Plünderer mit Wurfgeschoss. Aktueller Status unbekannt, Berufssekretär. Mit einem Baseballschläger. Protestschild. Details, ihr bringt uns um. Da kann ich nochmal untersuchen. Details, räumt eure Schweinerei auf. Oh, guck mal, was ist denn hier mit dem? Wer bist du denn? April... Kelleher, aktueller Status vermisst. Beruf Autorin und Beraterin. Details, zuletzt gesehen im Verlassen des JFT-Lager. Übrigens sehr interessant, diese... Ich habe Notizen gefunden, so Überlebensstrategien. Und da hat die April Kelleher mit dran geschrieben. Die ist da wohl geflohen. Aha, aha. Haftbefehl wegen Gewaltverbrechen. Ah, da kann ich auch noch mal. Das ist die letzte Warnung. Verlassen Sie das Gebiet oder wir wenden Gewalt an. Sie übertreten. Oh, oh. Ein Sauen. Die Sache ist natürlich, dass da die Polizisten auch nicht viel für können, ne? Also, die erfüllen auch nur ihren Job. Hoffentlich willst du jetzt... Du willst was hier von mir? Mineralwasser, ja, das kannst du haben. Mir fehlen die Worte. Ja, ja, bitte, bitte. Willkommen zum nächsten Scheißtag. Ja, das stimmt. Also, die Echos gefallen mir. Das finde ich echt ganz cool. So, dann gehe ich mal weiter. Das puzzelt einfach immer mehr so von der... Ja, von der ganzen Situation zusammen, ne? Wie sich das entwickelt hat, als das dann losging. Und das ist schon... ganz, ganz grandios.
einem die Geschichte so auf so Häppchen zu präsentieren. Nee, geh weg, du Wuffi. So. Ja, ich gehe mal hier rum und guck mal einfach. Warum wollen Sie das tun? Warum will ich was tun? Ich will doch gar nichts tun. Warum ist da so ein gelber Pfeil? Was ist das denn? Untergrundeingang. Ach so, da könnte ich in den Untergrund gehen. Ja, das will ich ja gar nicht. I don't want this now. Ich wollte doch die Virusforschung machen. Oh, die sehen aber nicht so nett aus. Waren das nur die beiden hier? Sieht so aus, ne? Warum stehen die da mit Flammenwerfern mitten auf der Straße? Hackt's bei denen oder was? Und warum macht da keiner was? Trauen die anderen sich alle nicht? Die können ja hier nicht einfach das Gebiet mit irgendwelchen Flammenwerfern abriegeln, ey. Geht's denen danke oder was? So, mal gucken, was ist hier denn? Oh, der sieht auch nicht mehr so gesund aus, der Zivilist da vorne. Oh, ich hab's doch gesagt. Stirb mir jetzt hier nicht wieder. Weißt du, mir ist erst einer vor den Augen gestorben. Das war nicht schön. Ich gehe mal... Ich muss, glaube ich, andersrum. Hier komme ich nicht durch. Dann muss ich hier entlang und dann gehe ich da vorne gleich rechts. Oh, das ist ein schweres Gebiet. Muss ich da durch? Ich, wollte eigentlich, in das leichte Gebiet. Gott sei Dank wird mir das angezeigt, dass ich jetzt hier in einem schweren Gebiet bin. Das wäre wahrscheinlich auch schon machbar, so mit Geduld und Spucke und Vorsicht, aber... Bäm, ich gehe auch gerne wieder hierhin zurück. So. Außerdem fehlen mir hier auch noch so viele Sachen, die man entdecken kann, oder? Das ist halt echt... Da wird man... Also ich glaube, da kann man... Oh, Telefonaufzeichnung entdeckt. Ich glaube, da kann man sehr, sehr lange spielen. Eine Frau, die ihrem Mann folgt, erlebt eine Überraschung. Da bin ich ja mal gespannt. Hey Jay, rate mal, wer Karten für das Spiel heute hat. Du hast Karten? Ja, Lamar konnte nicht, also habe ich überlegt. Welche Hoops-Fans kennst du? Mir geht's eigentlich nicht so gut. Bestimmt nicht. Sieh mal aus dem Fenster. Hallo? Bist du das in dem Schlitten? Also, wie wär's? Geht's dir schon besser? Das ist ja nett. So, hier ist kontaminierte Zone. Da komme ich gar nicht so... Von hier komme ich da gar nicht ran. Die Tür ist wahrscheinlich zu. Und hier komme ich ja nicht hoch, da ist Stacheldraht. Da komme ich so von der Seite nicht hin. Naja, die Frage ist auch, wer möchte auch in eine kontaminierte Zone. Aber das war für Filterstufe 1. Das heißt, das könnte ich machen. Denke ich. Hat er nicht eigentlich, ich glaube, in der Beta... Ah ja, hier kann ich jetzt lang gehen. Ich glaube, in der Beta hat er Bescheid gesagt, oh, immer, wenn man so ein Handy in der Nähe hatte. Warnung. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Oh, Scanner hochfahren. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Ja, wo, was muss ich denn tun? Oh nein, Hilfe, ich weiß nicht, was ich tun muss. Kletter da hoch. Ich sag ja, da geht's ja noch. Ach so, Gott. Suchen und aktivieren der Virenscanner. Und ich habe auch nur begrenzte Zeit. Ne, das läuft ja wieder. Wie geschnitten Brot hier, ne? Muss ich sagen. Ich trödel Suse was auf Zeit machen. Was soll dabei denn rauskommen, bitteschön, ne? Nicht viel wahrscheinlich. Hallo, bin ich hier falsch? Ah, ne, hier geht's hoch. Komm her. Oh, voilà. Da drüben. Der hat eine Klamotte fallen lassen. Alter, der brennt, das kokelt bis hierhin, oder was? Hackt's. Das kann ja wohl nicht, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein ganz, ne? Ja, ich brenne wirklich und das ist nicht angenehm, kann ich dir verraten. Ist nicht so schön. So. Das war's, glaube ich. Okay, oh. Hast du gesehen, wie der rumgeflogen ist? Oh, das war nicht gesund.
habe nicht so viel Zeit. Oh nein, das muss ich gleich einsammeln. Ich weiß nicht, wo muss ich denn hin? Hier oben? Hallo? Bin ich hier richtig? Scheiße. Hier ist es nicht, oder? Ich habe nur noch ein Minütchen und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Bin bestimmt schon dran vorbeigelaufen. Das ist bestimmt hier, wo die standen. Hier irgendwo. Nee, die Tür geht auch nicht auf. Hm. Wo könnte das denn sein? Das... Ich sehe das auf der Karte nicht, gell? Nee. Oh nein, wo kann... Das ist doch bestimmt... Musste man doch hier weiter, oder? Also alles andere macht ja nun keinen Sinn. Ging es da noch hoch? Ja, da war ich ja oben. Hm. Gut, das muss ja hier... Oder... Ah, da unten vielleicht. Ja, hier. Nee, das ist nur die Kiste. Na, immerhin. Immerhin Loot. So, dann ist das aber bestimmt hier irgendwo. Ah, hier ist es. Guck. Okay, alles klar. Ja, ist ja kein Problem. Dann gehe ich nochmal runter und mache den ersten da nochmal. Zack. Das kann ich ja machen. Das ist ja nicht so schlimm. Upsala. Ich hätte mal einfach weiterlaufen sollen, aber ich war so verwirrt. Wie immer, die Verwirrung hat zugeschlagen. So, das war hier vorne das erste. Oh, da liegt noch ein Telefon. Warte, das nehme ich noch mit. Eine Frau folgt ihrem Ehemann. Was macht er jetzt? Er geht in ein Juweliergeschäft. Oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet gar nichts. Kein erwachsener Mann geht Mittwochmorgens um 11 Uhr in ein Juweliergeschäft. Er ist nicht der Typ für eine Affäre, Alex. Warum rennst du ihm dann hinterher? Der hat bestimmt für sie was geholt, gell? Ja. Scanner hochfahren. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. So. Ach, da ist noch auch noch eine Auffüllenkiste. So viel Zeit muss jetzt sein. Ich muss ja niemanden erschießen. Dann habe ich die Zeit auch noch, ne? Denke ich mal. So. Rauf hier. Jetzt muss ich ja nur noch da durchlaufen. Die beiden oder die drei oder wie viele auch immer das waren. Ich glaube drei. Die sind ja jetzt hinüber. Dann sollte das doch ohne Probleme gehen. Außerdem weiß ich ja jetzt auch, wo ich hin muss. Deswegen, alles ist gut. Das ist schon, ich mag das einfach auch so mit den über den Dächern krabbeln und unterschiedliche Gegner. Und was mir einfach auch sehr gefällt, ist tatsächlich, dass das jetzt so ein Apokalypsenspiel ist. Ohne Zombies, ohne Mutanten, ohne irgendwie so ein lauter Krempel, ne? Was du sonst so in so Apokalypsenspielen ja eigentlich hast. Und ich bin ganz froh, dass es diesmal hier einfach nicht ist, sondern dass man hier wirklich... gegen Menschen und gegen die Probleme kämpft, die man normalerweise hat. Ach, das ist hier gar nicht das. Das ist es nicht. Ich hab's aber gedacht. Oh nein. Nee, das finde ich jetzt aber blöd. Wo ist denn das Scheißding? Ach, hab mich doch gerne, ey. Ah, nee, jetzt finde ich das wieder nicht. Ach, das ist doch blöd. Kann mir das mal hier irgendwo angezeigt werden? Ich bin nicht so blind, oder was? Ist das hier was? Nee. Hier irgendwo... Das muss doch hier irgendwo sein, wo die waren. Warum sollte man sonst hier oben lang gehen müssen? Ich verstehe es nicht. Oder ist das hier vorne schon irgendwo weiter gewesen? Dass das schon hier irgendwo war. Weißt du, dass das hier irgendwo rumsteht? Nee.
Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Gibt's doch gar nicht. Wie blöd kann man sich nur anstellen? Ey, mal wirklich. Ey, wie doof kann man sich anstellen? Ich sag's dir. Dann suche ich das jetzt erst in Ruhe und dann aktiviere ich das dann gleich nochmal. Jetzt schaue ich mich erstmal um in aller Ruhe. Dann ist das letzte bestimmt das, wo ich ganz zum Schluss hin muss. Ja, ich sehe schon, ich habe keine Zeit mehr. Aber ich sehe auch nichts. Also, hä, ist ja irre. Da kann ich nicht rauf. Das auch nicht. Das ist, oder ist das hier oben irgendwo? Aber ich habe nichts gesehen. Guck mal, kann ich da irgendwie rüber noch? Nee. Das hätte ja sein können, dass das dahinter irgendwo ist, aber da kommt man ja auch nicht hin. Na, wo soll denn das dann sein? Das ist nur so eine Kiste einfach nur gewesen mit meinem Zeug drin. Da komme ich runter. Und das Ding war es nicht. Also. Hä? Ach, Manu. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schade. Nee, weiß ich wirklich nicht, leider. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich meine, weißt du, so auf eine Mission hin oder her, ist egal, ne? Das sind halt dann die Punkte, die mir da dann fehlen. Ich verstehe nur nicht, warum ich so blind bin und das nicht sehe. Also das verstehe ich nicht so ganz. Wie, also da ärgere ich mich dann immer so ein bisschen über meine eigene Blödheit, ne? Aber hier ist nix. Aber ist nicht so schlimm. Pass auf, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann jetzt trotzdem für diese Folge. Dann ist die Mission hier halt nicht fertig. Oder ist da oben was? Warte mal, da kann man noch hoch. Nee, kann man da nicht hoch? Kann man da irgendwie rauf? Vielleicht von der anderen Seite? Nee. Nee, ich hätte gedacht, weil das hätte natürlich sein können, ne? Dass das hier oben irgendwie, dass man da noch rauf muss. Aber sieht nicht danach aus. Da oben ist ja nur auch nichts. Da komme ich wahrscheinlich auch nicht rauf. Also pass auf, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt für den Moment und für diese Folge. Ich bedanke mich sehr dafür, dass du mich begleitet hast und mir zugeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann darfst du mich auch gerne ganz kostenlos abonnieren. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Wir hören, lesen, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.